Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS19 auf der Ameisenfarm. Einen schönen Dienstag wünsche ich euch. Ja, es sieht so aus, als würde der Kartoffelleger einmal ein bisschen Nachschub benötigen. Kein Problem. Unser ÖLW ist natürlich am Start. So. Wo ist er denn? Wo taucht er denn auf? Dort hinten. Wie viel hat er denn noch drin? 8%. Ja, allzu viel ist nicht. Aber wir haben ja hier Nachschub da. Kein Problem. Kann aber sein, dass er da schon noch ein paar Meter schafft. Deswegen, ja, stellen wir den einfach mal hier ab. Ja, 600 Liter, der macht schon noch ein paar Meter. Ja, egal. So, in der Zwischenzeit habe ich ein paar Missionen noch angenommen. Wir haben ja Seemissionen, einige. Und da habe ich zwei Fahrzeuge mitgemietet. Für, was haben wir hier, die 9 Sonnenblumen. Da fährt er gerade hin. Aber die Ursprungsmission ist die 42 Zuckerrüben. Dann haben wir noch die 41 mit Hafer. Und die Ursprungsmission ist die 53 mit Weizen. Das müsste der sein. Okay, ja, der fährt noch ein bisschen. So, der Grubberer ist noch unterwegs. Der hat im Moment keine Arbeit. Was ist hier? Ah, hier haben wir Toilettenpapier. Oder? Nee. Nee, das ist Käse, Frischkäse, genau. Okay. So. Müssen wir ein Stück vorfahren, dass alles reinpasst und Z. Käse wird veräußert. So, und dann kann der eigentlich schon runterdüsen zur Zellstofffabrik. Oder rüber, weil wir haben ja noch ein bisschen Karton zu veräußern. Paletten abholen. Passt. Da müsste aber irgendwo. Aha, der fährt ab. Okay. Genau, den haben wir auch noch da. BB, das ist jetzt das Toilettenpapier. Nur dreilagig, okay, ja. Müsste mit dreilagigen auskommen. Verkaufen. Wow, jetzt geht es relativ rasch dann. Und dann kann der auch runter zur Zellstofffabrik. Paletten abholen. So, und adios. 238.000 für den Käse. Schönes Ding. Hier war ich auch noch ein bisschen beschäftigt, habe mir gedacht, ja, mit dem kann man ja die Silage von der Fermenter zur Mischfutterfabrik rüberbringen. So. Okay. Hier habe ich Wasser aufgefüllt. Ein bisschen sauber gemacht habe ich auch in der Zwischenzeit, also fehlt nur mehr Stroh. Aber Stroh ist ja kein Problem. Wir haben ja, da sind gerade am Weizen ernten und da fällt ja Stroh an. So, fahren wir mal hier raus. 112.000 für das Toilettenpapier. Ja, kann sich sehen lassen. So, oh, hier fährt ein LKW vorbei. Passt. Ah, jetzt ist soweit. Der Kartoffelleger möchte befüllt werden. Aber kein Problem, machen wir alles. So. Ah, der ist auch schon fast durch. Ja, also kann da bald Stroh gepresst werden. So. Weiß gar nicht, wie weit ist denn der jetzt schon gekommen? Der hat jetzt 46. Ja, 19%. Der wird schon noch eine Weile benötigen, aber das kann er ja machen. In der Zwischenzeit, das ist ja kein Problem. Der Helfer arbeitet eh selbstständig. So. Ja, jetzt ist knapp 8 Uhr, also eine Stunde sind wir schon unterwegs. Gut. Und wir haben. Oioioi. Ein schweres Ding. Und wir haben schon so einiges veräußert. Jetzt ist, glaube ich, nur mehr der Zucker ausständig von der Zuckerfabrik. Der muss noch weg. Oh. Passt. Ihr macht das, habe ich gehört. Jo.
Also, der Zucker ist noch ausständig. Ah, den können wir schon mal einstellen. Sonnenblumen auf der neuen, stimmt das wohl? Sonnenblumen auf der neuen, stimmt. Klapp mal auf das Teil. So. Haben wir hier schon was? Die neuen. Nee, sieht nicht so aus. Kein Problem. Generieren wir einmal fix was. Machen wir viermal. 12 Meter Abfahrt. Speichern. Meter, nicht 142 Meter. Das wäre ein wenig arg. So, Düngefunktion deaktiviert. Erster Wegpunkt. Los geht's. So, dann packen wir das gleich rein in die neuen. Hätten wir das auch gespeichert, falls wir mal wieder so eine Mission haben. Oh, der ist auch angekommen. Ich habe eingestellt Hafer auf der 41. Stimmt das? Hafer auf der 41. Das stimmt. Dann aufgeklappt das Teil. So. Erneut die Frage, haben wir da schon was? Ich glaube, das hat 15 Meter oder so, die Seemaschine. Ne, haben wir nicht. Dann machen wir das natürlich. So. Auch viermal. Stellen wir alles gleich ein. 15 Meter hat das Teil. Jo. Ist ein etwas größerer Kurs. Muss länger laden. Passt. Auch hier Düngefunktion deaktiviert. Erster Wegpunkt. Abfahrt. Speichern. Jo. Ist gespeichert. So, die 56, das wird vermutlich eine die Gruppermission sein, aber das werden wir dann noch sehen. So, dann hätten wir das auch. Das läuft auch. Oh? Ja, der nicht. Der müsste das sein. 56, jo. Das sind auch Mietkosten, weil da haben wir den Fendt her. Den können wir jetzt auch zurückgeben, weil, ja, einfach weg damit. Hätten ihn zwar vielleicht noch nutzen können, aber nee. Den haben wir jetzt schon so lange in Beschlag genommen. Den geben wir auch mal zurück. So. Also hier sind Sonnenblumen am Sehen, hier ist der Hafer am Sehen. Hier sind die Kartoffeln am Legen. Der hat nach wie vor keine Arbeit. Okay. Jetzt haben wir... So. Jetzt wollten wir hier. Fischer ist ja alles aktiv. Okay. Zellstoff. Da haben wir gesagt, Papier lassen wir. Karton. Bringen wir mal was weg. 20 Paletten. Da können wir nochmal 20 wegfahren. Ufladen. Weil Karton brauchen wir für die Käserei, aber da haben wir noch ein bisschen drin, deswegen machen wir jetzt nur mal das weg. Die zwei ZL. Die zwei LKWs voll bringen wir weg. Karton war, ich glaube, beim Baumarkt, oder? Jo, Baumarkt. Baumarkt. Und Abfahrt. So. Das ist auch neu. Ich habe die Autodrive aktualisiert. Das ist jetzt die 1.16 oder was war das jetzt? 1.1.1.6 oder? Jo. 1.1.1.6 habe ich aktualisiert. Das macht anscheinend immer die Plane zu. Wow. Soll ja nichts Schlechtes sein. So, Zellstoff. Papier lassen wir. Ja, dann machen wir hier nochmal so. Nochmal 20 Paletten, ja, es sind immer noch 100.000 Liter drin. Kein Problem. Falls wir mal ein bisschen Karton brauchen, haben wir noch genug. Und bei der Käserei wird sowieso nicht so viel gebraucht werden, weil da ja eh immer die Milch das Problem ist. ZL. Und du fährst ja auch zum Baumarkt.
Ja, da wird es jetzt ordentlich scheppern in der Kasse. So, den. Da haben wir jetzt schon ein bisschen bei Silage rübergebracht. Ja, da haben wir noch genug drinnen. Da fahren wir noch eine Runde. Und da hinten, ah, der fährt die letzte Bahn. Das heißt, hier kann dann die Presse anrücken und das Stroh vom Feld zu bringen. So, die Presse. Da werden wir Quaderball machen, ja. Da werden wir den Deutz schnappen. Wo ist er denn, der Deutz? Hier ist er. Der müsste die große Presse schon ziehen können. Weil der Feind ist gerade da drüben unterwegs beim Hin- und Herkarren von der Silage. Ah, der Feind sollte, oder der Deutz sollte kein Problem sein. Zack. Ist zwar ein Deutz vor der Feindpresse, aber das macht ja nichts. Außer ihr wollt das nicht sehen, schreibt es gerne in die Kommentare. Sollen wir vor der Feindpresse nur den Feind spannen? Oder ist es auch okay, wenn der Deutz mal vor gespannt ist? Schreibt es gerne in die Kommentare. So. Dann. Wie war denn da die Runde? Wie fährt er da? Ich glaube, so gegen den Uhrzeigersinn. Oder nein, im Uhrzeigersinn müsste es sein. So, ich glaube, so war das. Zack. Ja, der macht das ohne Probleme. Okay, die eigene Felder. Die Nummer 1. Dreschen. Müsste doch hier sein, oder? Jo. Abfahrt. Geschwindigkeit auf dem Feld. Da müssen wir höher stellen, damit er auch die volle Geschwindigkeit ausnutzt. Und das läuft hier. So. Da fahren wir nochmal ein bisschen Silage rüber. Aber jetzt müsste es ja dann so ziemlich schon genug sein. Weil es wird ja am meisten Heu verbraucht. Zack. Okay, der ist fertig. Der ist auch leer. Das heißt, hier können wir das dann ausklappen und dann muss er zum nächsten Feld. Wir haben ja noch reife Felder. Da oben. Was nehmen wir zuerst? Die 5 oder die 7? Ist eigentlich egal. Machen wir die 5 zuerst. Ja, das Pappelfeld, das braucht noch etwas. Was? Hat jetzt nicht ausgeklappt? Oder war es schon ausgeklappt? Das kann auch sein. So, den Drescher können wir zusammenklappen. Und dann fährst du rauf. Zur 5 oder 7, egal. Irgendein Feld wird schon werden. So. Dann schauen wir mal. Ah. Tempomat ist noch niedrig eingestellt, deswegen. Uiuiui, jetzt müssen wir schauen, dass wir wegkommen. Jetzt kommt die Presse schon um die Ecke. So, dann nehmen wir einfach die 5, weil die als nächstes ist. So. Und dann natürlich den Abfahrer müssen wir auch mitschicken. Der hat ja jetzt schon mal in der Mehlproduktion abgeladen. Deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen... Ja, die 19.000 Liter. Die werden wir jetzt... Wo sind die denn drinnen? Da ist alles vorne drin. Das heißt, das kippen wir jetzt einfach in die Malzproduktion rein. Und dann schicken wir den auch rauf. Am wichtigsten ist halt die Mehlproduktion. Weil zum einen das Mehl gut Geld gibt und zum anderen die einen höheren Durchsatz hat als die Malzproduktion. Deswegen einmal die 70.000 Liter sind ja dort schon drinnen. So. Fahren wir hier mal rum. Und dann können wir den Kurs eh schon zusammen basteln. Wir haben ja jetzt das Feld 5. Oh. Und wir fahren nach wie vor zur Mehlproduktion. Oder schauen wir mal rein. Malz haben wir jetzt ja, knapp 50.000 Liter drinnen. Und Mehl müsste jetzt mehr sein. Ja, 100.000 Liter. Aber ich würde mal sagen, jetzt fahren wir noch hier raus. Und einmal einen vollen Sattelzug kann ja, oder einen vollen Zug kann ja natürlich in die Mehlproduktion reinballern.
Überhaupt kein Problem. So. Und Abfahrt. So, und der macht das problemlos. Ah, da war noch ein Heuballen dabei. Okay. Boah. So, und die warten schon. Weil jetzt wird noch Karton verkauft. So, jetzt wird das halt nicht ausgehen. Mal den ein bisschen zurücksetzen. Und dann werfen wir den Karton hier rein. Ein Stückchen zurück. Müsste passen. Z. Okay, jetzt kommt wieder Knede rein. Und jetzt haben wir eigentlich dann nur mehr die... oder den Zucker zu verkaufen. Also du fährst einfach mal so zum Hof zurück und dann passt das. Und da kommt der Drescher um die Ecke. Und dann haben wir hier auch noch... Jo, 111.000, wahrscheinlich dann nochmal 111.000 oder mit ziemlicher Sicherheit. Und Z. Passt. Aber damit würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.